Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 2161. Wir sind jetzt in den Playoffs, genau gesagt in der Round of 12. Das heißt, die Spieler, die Platz 2 und 3 in der jeweiligen Gruppe belegt haben, die haben jetzt da noch ein Best of 5 und dann ist man im Viertelfinale. Wir starten mit dem Zerg hier in Rot. Der ist aus Korea, das ist mit dem Team Onside Gaming. Es ist Solar. Und der spielt gegen den Terraner hier in Blau. Der ist beim Team Psystorm Gaming. Es ist Gumiho. Die beiden Koreaner müssen sich also gegenseitig ausschalten aus dem Turnier. Und wie man sieht, Gumiho ist da auch schon unterwegs mit einer Proxy Rex. Also ein Proxy Reaper hat da auch schon doppelt Vespingas am Start. Wobei könnte sogar mit Tech sogar noch aufrüsten. Aktuell fehlt aber da das Vespingas für. Und der Overlord ist in der Nähe. Also Solar wird das. Er dreht ab. Er ist halt wirklich ein kleines bisschen, ein halbes Feld weiter und er hat das Ding gesehen. Hier ist der Rand seiner Vision gewesen. Hier steht die Kaserne. Wie bitte, dass dieser Overlord das nicht mitkriegt. Das SCV ist weitergeführt. Das könnte, wie gesagt, ein weiteres Gebäude auch hinsetzen. Eine Proxy Factory gleich als nächstes. Und es gibt eine Proxy Factory gleich als nächstes. Gumiho legt da nochmal einen oben drauf, bis der Reaper hier dann fertig ist. Wir haben hier auf der Zerg-Seite Hedgegas Pool. Also ein normaler Start für Solar. Und eben bitter für ihn, dass er das nicht ganz scoutet. Der Reaper wird dann außen rumfahren, wird am Overlord vorbei müssen. Also spätestens dann hat man die Info. Aber trotzdem sollte er schon viel früher die Info haben können. Man sieht es aber auch, aus welcher Richtung der Reaper kommt. Das ist auch mehr als verdächtig. Drones fahren bereits weg. In der Natural müssen sich in Sicherheit bringen. Queen ist noch nicht da, Link ist noch nicht da. Das ist halt jetzt das Thema. Der Proxy Reaper ist halt etwas schneller hier in der Base, als es ein normaler Reaper wäre. Und dafür ist die typische Hedgegas-Pool-Verteidigung nicht ausgelegt. Dann leidet man ein bisschen mehr und das sieht man auch, der Reaper schnappt sich dann einen Kill. Weiterer Reaper wird gebaut, die Factory ist inzwischen auch fertig. Die Frage ist, ob Gumi da auch noch einen Starport mit dran setzt und die Antwort ist ja. Es gibt hier alles an Tech-Proxy, was der Terraner hat. Alle Produktionsgebäude stehen außerhalb seiner Base. Solar hat den Overlord hier und sieht, ja, da kommt der nächste Reaper auch an. Die sind beide da unterwegs. Zwei Reapers also im oder am Zerg-Gebiet. Als nächstes kommt dann Tech-Lab an der Factory. Der Starport ist halb durch, die Queen wettet sich hier mit den Reapern. Queen selber hat auch schon einige Sitrans verloren, versucht Creep damit zu starten. Doppel-Queen ist auf jeden Fall genug, um die Reaper zurückzuschlagen. Wir sehen, als nächstes kommt da ein Siege-Tank. Man kann sich hier tatsächlich ziemlich schön hinsiegen. Wenn man dann noch Medivac mit dabei oder generell eine fliegende Einheit, hat man die volle Schussreichweite vom Panzer. Also Gumiho mit dem Setup vor der Base des Gegners, möchte die Natural dann direkt belagern. Dritte Basis ist unterwegs für Solar. Währenddessen mit Terraner selber, die Basis wurde zugewollt. Es ist natürlich kein Command Center da, das ist der Nachteil. Gumiho muss also irgendwann Damage aufmachen. Ansonsten wird das für ihn sehr, sehr kritisch, dass die Circle Economy stark und stark wird. Und da kommt sogar noch ein Bunker mit dazu, dass man das nicht so leicht knacken kann. Overlord fliegt ran, sieht das auch, das Bauprojekt. Hinter Kaserne kommt mit angeflogen, Medivac ist gleich da, Panzer ist ready. Zweiter Panzer wird gebaut. Und dann kann man hier versuchen zu belagen. Genauso versucht Solar hier gerade sich durchzusammeln durch die Mineralienfelder, dass er da den Weg auf hat. Aber ein Feld ist noch da, das heißt, da kann man nicht durchlaufen mit Dingen. Man braucht entweder ein Surround, bis eine Flanke von hinten, oder Fernkampfeinheiten. Die Reaper gehen noch ein bisschen nach vorne, haben das Medivac mit dabei. Und man sieht eben, der Panzer kann jetzt auf die Basis schießen. Also Gumiho nutzt die Position aus, hat einen zweiten Siegschenk ist mit dabei. Und damit schwierig für Solar das Ding tatsächlich irgendwie in den Griff zu kriegen. Parallel, er versucht einen Counterattack mit den Dingen, die hat. Die Wolf muss jetzt repariert werden. Das heißt auch, Gumihos Economy ist nicht der Brüller. Aber er kann zumindest mal eine Basis ausschalten. Wir sind bei 30 zu 25 Worker. Gut, die dritte Basis wird jetzt erst fertig. Da sieht man eben die Linge. Gucken mal die Situation an, wie es da unten so aussieht. Die Linge hier haben sie jetzt zurückgezogen. Overlord wird angeschossen. Das ist nämlich jetzt Produktion auch in der Mainbase da. Das heißt, der Go auf die Wall ist nicht mehr erfolgreich. Und wir haben noch keine Beninge, dass man sich da durchspringen kann. Die Drones werden da weiter belagert. Das Viking ist hiermit unterwegs. Man sieht, die Reapers sind sehr, sehr frech, aber haben das Medivac als Backup. Panzer hat sich sogar schon auf den Highground hier gewagt, hat auch die Kaserne mit bei als Vision. Und da versucht man eben auch einen Keil zwischen die Basen zu schieben. Der Panzer ist aber angegangen. Der Backup-Panzer versucht da sein Bestes, das am Leben zu halten. Reaper wird nochmal ausgeladen, aber die erste Welle konnte mal abgewehrt werden. Das heißt, Solar kann bei den Einheiten von Main zu dritter Basis schicken und dass das direkt von dem Panzer beschossen wird. Aber hat eben seine komplette Natural verloren. 28 zu 30 Worker. Neuer Panzer wird wieder da hochgeladen auf den Highground. Damit die Queens sind schon angeschlagen. Die ist mega low. Der Reaper will auch den Kill. Der Reaper kriegt den Kill. Hat danach gesetzt. Was ihm gerade noch fehlt, ist Detection gegenüber dem Creep, der da ein bisschen unterwegs ist. Da kommt noch ein Swarm-Follow mit dazu. Aber doch das Medivac nochmal gefokust. Medivac ist ziemlich laut dran. 20 KP. Der Panzer kann nicht eingeladen werden. Der war noch nicht ganz abgesiegt und hier, wie man sieht, mit Fernkampfeinheit wird auch der zweite Panzer rauskommen. Also Crows of Bice helfen, die Barracks wird jetzt angeschossen und damit Solar hat einen Moment der Ruhe, wird nicht mehr aktiv direkt belagert, aber der nächste Schlag kommt bereits, es kommt eine Banshee mit Cloak. Aber man muss immer noch bedenken, Gumiho ist auf One Base.
Und das schon die ganze Zeit. Seine Mineralienfelder werden hier nicht besser werden. Der baut dann eine Edgeman inzwischen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis hier tatsächlich ein Einsatz kommt. Wenn das dann jetzt hier das Viking gelandet, das hat auch nochmal zwei Drones mitgenommen. Fliegt das nochmal hoch, wird dann nochmal angeschossen, kriegt nochmal einiges an Schaden ab. Bleibt auf 42 Hitpoints. Währenddessen warten wir dann jetzt auf die Banshee als nächstes. Cloak dauert noch ein bisschen. Währenddessen hier, Spore-Caller geht nach vorne und man versucht, die ganze Flanke sicher zu halten. Eventuell kann man dann später auch mal die Natural wieder bauen, dass es doch wieder Richtung drei Basen geht. Man sieht auch hier, die Terraner-Truppe hat normalerweise auch die Banshee gesehen. Da war ein Ding unterwegs, da müsste das mitbekommen haben. Die Dinge sehen das. Sie noch gerade, dass das Cloak nicht viel fertig wird. Die Ravager, okay. Die Zerg-Armee sitzt aber nicht unbedingt in der schönsten Pose, weil die Terraner, die kommt jetzt von der Seite. Da ist ein Panzer mit dabei. Hier hinten kann man nicht fliehen, da sind die Mineralien immer noch zu. Die Dinge versuchen ranzurennen an den Siege-Tank. Der wird nochmal eingeladen. Die Banshee teilt jetzt auch zwei Banshees mit dabei. Und damit, wie gesagt, die Zerg-Armee hat Schwierigkeiten. Ein bisschen zu weit draußen. Kriegt da sofort große Schwierigkeiten. Instant da gegen die Banshees. Man braucht natürlich auch ein bisschen Detection. So von Cloak an ist die zweite Banshee. Jetzt ist sie geklaut. Spore-Caller kommt wieder zu. Kann aktuell nicht gefokust werden. Der Damage ist nicht ganz da. Creep wird da zurückgeschlagen. Die Turn-Army versucht immer noch ihr Bestes, da weiterhin den Zerg zu beschäftigen. Es gibt einen weiteren Counter-Attack für Solas Linge. Die kommen gerade an der Natural. Und die Natural, die ist noch undefended. Und die Wall ist auch komplett offen. Linge ist erstmal drin, aber ein paar Marines sind da für die Verteidigung. Wie sieht es hier währenddessen aus? Der Ravager 1 wird gesniped, der Ravager 2 wird gesniped. Spore-Caller leidet, kriegt aber den Kill auf die erste Banshee. Die zweite ist low. Die Linge fressen sich immer noch durch einzelne Einheiten durch. Die SCVs gehen mit in den Kampf. Es sind nicht mehr viele Dinge, aber sie laufen auf jeden Fall noch. Machen ein bisschen Schaden. Weitere Dinge rennen raus, um da nachzusetzen. Währenddessen Spore-Caller lebt noch. Und die hat die Banshee nochmal zerlegt. Ja, die Banshee hat es tatsächlich zerlegt. Also keine Banshee mehr übrig. Die Production hier hat nochmal einen Panzer rausgedrückt. Der Starport hängt hier gerade ab. Sind aber nicht zurückgeflogen, die Gebäude. Währenddessen die Linge. Nächste Runway hier. Die Marines aber jetzt in größerer Masse vorhanden. Und damit wird die Natural Economy erstmal soweit verteidigt. Dafür stirbt aber noch der Reaper. Die restlichen Einheiten. Da war da nicht ganz in der Nähe. Die Linge waren dann auch noch weggefarmt. Das Viking landet hinterher noch. Die Linge checken hier nochmal die Lage mit den Ravager und können sich jetzt die Production noch vorknöpfen. Da fehlt es an der Unterstützung. Wie gesagt, die Gebäude ist noch nicht losgeflogen. Da geht es erstmal auf die Factory. Panzer wird nichts. Selbst wenn der Panzer gebaut worden wäre, wäre da Futter gewesen für die Roach Ravager Link-Truppe hier. Parallel geht es in der Mainbase wieder zur Sache mit dem Medivac. Und da wurden gerade 6 Drones weggesniped. Der Roach wurde kurz angeschossen. Die Queen versucht mein Bestes. Die Marines waren ein bisschen zurückgelassen. Jetzt ist nochmal ein Teil eingeladen. Wieder rausgeboostet. Nächster Trupp kommt nach vorne. Es gibt hier keinen Moment der Ruhe. Die beiden battlen sie hier quasi nonstop. Jetzt die Gebäude fliegen zurück. Okay, der Trupp routet dann doch wieder zurück. Also einmal Sammelbefehl für Gumiho. 35 zu 48 Work jetzt nach 8 Minuten. Also lange Low-Economy-Phase. Aber dritte Basis jetzt für Solar, beziehungsweise Natural hat er wieder gebaut. Die dritte hat er schon die ganze Zeit. Hat jetzt auch hier die Mineralien aufgesammelt. Könnt ihr unten eventuell seine vierte dann auch ansetzen. Aber sein Gegner ist aktuell auch nur auf 2 Basen. Die dritte ist vor kurzem gestartet, dauert aber noch. Und wir haben tatsächlich mal Engineering Base. Also es tut sich dann auch was an Tech. Das sind mehr Roaches, Roach Speed noch bei Solar und mehr Drones. 40 zu 54, aber gleich 60 plus Worker, was der Zerg da haben wird. Das sind wartender Linge auf eine gute Gelegenheit. Und hier drüben gibt es das Medivac immer noch in Aktion mit den ganzen Marines. Einmal ein Scan für den Creep. Und die Natural wird ein weiteres Mal besucht, aber Einheiten kommen angelaufen. Also viel mehr geht hier nicht. Queen-Anzahl ist bei 6 Stück. Wir kriegen Stim, Combat Shield und 1-1 für die Bio. Wird aber auch Zeit, muss man sagen. Aber gut, die haben so viel gekämpft. Wir sind jetzt bei 2600 zu 3600 Resources lost. Das hat insgesamt 11 Drones erwischt. 3 SCVs wurden auch gesniped. Man sieht die Gebäude. Die Kaserne wurde zerlegt. Die war eben als Scout vorne unterwegs. 3 Queens sind gestorben. 50 Linge. Die Hedge eben als wichtiger Snipe. Also zu 4 Panzer bereits verloren. Das einiges an Vespingas, was Gumiho da schon geopfert hat. Weiterhin sein Drop hier vorne aktiv. Und nächstes Ziel ist es natürlich, die dritte Basis zu setzen. Die kommt jetzt auch schon angeflogen. Wenn das nämlich hier Basis Nummer 4 für Solar. Supply jetzt doch mal dreistellig gleich bei beiden Spielern. Wir sehen Upgrades für die Roaches mit Missile Attacks. Und da kommt ein Infestation Pit mit dazu. Also es hat sich trotz allem eingependelt. Trotz der ganzen Fights. Keiner hat sich da mega krass absetzen können. Und somit wird jetzt die Armee größer und größer. Und hier einmal einen geblockierten Panzer. Da waren Overseer unterwegs mit Contamination. Fähigkeit, die man nicht so häufig sieht. Der Overseer wird das auch nicht überleben. Da wird er gerade gesniped. Aber er hat zumindest einen Panzer noch ein bisschen ausgebremst. Siege-Tank-Anzahl ist erst einer. Also, es verzögert sich auf jeden Fall ein bisschen, das mit den Panzern. Weitere Medivacs werden gebaut. Währenddessen kommt der Hydra-Tech bei Solas in Infestation Pit. Ist jetzt auch schon fertig. Da startet dann auch der Hive. Also, wie gesagt, Tech geht voran. Armory auch für den Terran, um dann seinen 2-2 starten zu können. Creepsplat hat sich auch ausgeweitet bis Mitte der Karte. Das Zerg-Gebiet etwas vergrößert. Die vierte Basis ist aktiv.
Und Drone Tendish ist hier auch schon gut bestückt. 58 zu 70 Worker. Und noch das Medivac unterwegs, wird aber von Roaches verfolgt. Kann da gerade nicht viel tun. Währenddessen oben der nächste Drop-Versuch mit Doppel-Medivac. Was da weitere Marines dann liefern wird. Die haben auch hier Stim und Combat Shield und gleich auch 1-1. Also die sind durchaus gefährlich. Roach 1-1 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der dritte Basis läuft, aber die Mainbase läuft schon so langsam leer. Und da geht es jetzt an die vierte Basis mit den zwei Medivacs. 1-1 gerade fertig geworden. Thrones fliehen kurz weg. Linge kommen angelaufen. Die Roach Ravager Truppe überlegt sich auch, ob sie direkt weiterverfolgen sollen. Die Main, weil in der Mainbase geht es weiter. Die Marines werden weggesnackt in den Mainbase. Die Linge halten ein bisschen auf. Aber die Marines bannen sich nochmal doch ein paar Sachen durch und nehmen den Overseer mit. Was können sie noch alles zerlegen? Nehmen die Queen auch noch mit. Jetzt kommen ja Roaches mit an. Und das Medivac hat auch sehr viel Schaden abbekommen. Einige Marines sind freigestorben. Die Medics werden dann nochmal von den Queens angespuckt. Parallel geht es hier kurz voran mit einer Marine-Truppe. Aber jetzt sind doch wieder anders entschieden. Und wir sehen, Solar ist in Kürze maxed out. Aber das mit einer Roach-Armee. 20 Roaches damit drin. Gut, es sind noch ein paar Hydras. 8 Stück zu dem Ravager, die noch übrig sind. Und da kommen dann noch Viper. Also es ist keine schlechte Armee. Und da ist auch schon die Vorbereitung auf Lurker. Lurker denn ist schon da und da kommt die Seismic Spines, das Reichweiten-Upgrade. Der Drop steht noch auf Standby, der Drop wartet immer noch auf eine Aktion und hier oben der nächste Marine-Drop wird angerannt. Also Gumiho kommt gerade nicht so gut vorwärts. Roller hat gerade alles recht solide im Blick. Lurker denn ist noch ein paar mehr. Inzwischen sehr viele SCVs, auch 75 SCVs auf drei Basen. Da wird jetzt eine vierte gebaut, aber er ist halt an jeder Basis rot. Ne, in der Natural tatsächlich nicht, aber an der Main. Ne, an der Natural ist er quasi voll besetzt, das waren gerade die zwei noch mit eingerechnet. Dann steht das auf normalerweise 16, wäre eigentlich normal. Da werden nochmal zwei weitere mit aufgerechnet. Wird die Marines warten immer noch. Da kommt der Creep gerade auch näher. Der Drop wartet auch immer noch. Aber das gibt es wohl die ganze Zeit, die er braucht, um sich auf Lurker vorzubereiten. Man sieht die auch schon. Die Lurker sind da, wurden schon gescannt. Seismic Spines ist ready. Als nächstes kommt Adapted Talents und 2-2. Also der Lurker-Switch ist schon mehr oder weniger erfolgreich durchgezogen worden. Und die Drops hier konnten nicht so viel wegen. Die nehmen ein bisschen Creep raus. Hier wurden die ganzen Goldmineralien weggesammelt. Und ja, das Medic hier hat Ärger bekommen. Die Vipern sind da weiter unterwegs. Die Minions ist also nochmal ausgeladen. Und man weiß, das wird langfristig nicht gut gehen. Jetzt, wo die Vipern da sind, sind die Medics nicht mehr hier hinten drin sicher. Da wird das Medic zerstört. Da werden die Marines zerstört. Schaden hält sich in Grenzen. Und somit Gumiho muss da selber umswitchen. Baut Ghosts mit dazu. Mehr und mehr Panzer. Sensor Zeit für die Bio kommt. Da kommt noch Personal Cloaking für die Ghosts. Plus 1 für seine Siege Tanks und jetzt auch die Umrüstung Richtung Late Game mit mehr und mehr Command Center, die da gebaut werden. Auf der Zerg-Seite gibt es einmal Baning Nest, auch weitere Upgrades. Adrenal Glands kommt jetzt auch noch mit dazu. Aber Solar hier mit seiner fünften Basis. Economy läuft auch noch sehr stark. Und auch die läuft auf beiden Seiten sehr ordentlich inzwischen. Trotzdem, Mining-Vorteil für den Zerg. Zerg ist maxed out, holt sich einige Upgrades und Solar denkt sich, gut, jetzt wird es Zeit mal selber anzugreifen. Es hat lange gedauert, mit dem ersten Panzer vorne auch schon mit. Warde bekommt er noch und auch der nächste Siege Tank wird weggesprungen von den eigenen Kollegen. Zwei Missletex ist jetzt da, die Bio bekommt auch gleich 2-2. Die Lurker haben inzwischen beide ihre Upgrades, also die sind mobil. Und somit wollen sie jetzt hier auch belagern. Vipers sind auch da eigentlich. Haben sich hier jetzt gerade noch nicht direkt gezeigt. Man sieht, es sind viele Vikings hier mit dabei. Das ist ein Problem, weil die Hydras wurden alle zu Lurkern. Das heißt, man kann nicht wirklich die Antia mit am Start. Die Queens kommen damit angelaufen. Die Ravager pushen trotzdem näher ran. Close Bites auf die Panzer. Da kriegt man zwei davon ab. Die Bio hält die Stellung. Weitere Panzer. Beziehungsweise ein weiterer Panzer steht oben. Aber ist ein Panzer überhaupt genug? Weil die Lurker sind halt doch gefährlich. Und die Basis hier konnte nicht fertiggestellt werden. Erst Planetary Fortress musste erstmal liften. SCVs ziehen sich jetzt zurück in Gege. Und Solar blockiert eine wichtige neue Mining Base. Die Marines geben das noch nicht auf. Wie man sieht, die Vipern waren direkt angeschossen von den Vikings. Da gibt es auch eine Paris, die kommt. Da gibt es ein bisschen Hydra-Feuer. Ein paar Lurker werden zerstört. Die Bio wird aber zurückgepusht. Die Basis wird immer noch blockiert tatsächlich. Für den Augenblick. Jetzt geht sie wieder in Aktion. Das hat Gumiho auch einiges gekostet. Man sieht, Solar kann sich das immer noch leisten. Er ist nach wie vor maxed out. Hat das Geld, um das zu setzen. Während das immer noch sehr, sehr viel abgeht. Aber er hat keine Detection. Und somit die Ghosts räumen hier einmal durch. Nehmen einen ganzen Haufen Lurker mit. Jetzt kommt die Overseer angeflogen. Also ein Ticken zu spät. Die Ghosts haben jetzt eh keine Energie mehr für weitere Cloaks. Also zumindest mal ein Snipe drin gewesen. Aber Lurker jedes Mal ist gefährlich. Die sind nicht eingebuddelt. Jetzt wurden sie eingebuddelt. Und stacheln noch ein bisschen zurück. Aber die Bio hat nochmal gut was weggeräumt. Das war wichtig für Gumiho. Und damit jetzt auch die Position wieder sichern konnte. PF sollte dieses Mal auch fertig werden. Aber die ganzen nächsten Upgrades kommen. Weitere gute Snipes. Die Ravager gerade eliminiert. Aber das waren die letzten auch von ihrer Art. Ja, es sind keine Ravager mehr übrig. Jetzt, wir haben jetzt noch Roaches, Hydras, Lurker. Mehr und mehr Linge jetzt auch mit dem Stab. Das sind jetzt Adrenal Glands Linge mit leider keinem Attack Upgrade. Also die Rüstung auf der Infanterie bringt da einiges. Das plus 2. Man sieht eben die vierte Basis als wichtige aktive Mining Base. Wir sind bei 15 Minuten. Die Mainbase hat nicht mehr viel zu melden. Die Dinge, die stürmen jetzt an. Die wollen die ganze Terran anblocken. Das
dann die restlichen Einheiten nachrücken können und den Damage austeilen. Da kommt der Blinding Cloud, zwei Blinding Clouds auf die ganzen Panzer. Man sieht, Shanks ballert hier nicht viel. Die Zerg Army pusht hier weiter rein. Und wie man sieht, Gumio muss sich tief zurückziehen in seine Natural, aber er kann es erstmal noch halten. Gott, die Marines sind alle mega low. Wir müssen aufpassen, sobald die einen Lurker anschaut, geht es denen ziemlich schlecht. Da kommt plus 3 Attack für die Bio. Währenddessen kommt das Hydra Speed Upgrade, Muscular Augments, da kommt noch plus 3 Carapace. Und Castle Chest kommt da noch mit dazu. Wir sehen eine komplett leere Mainbase inzwischen schon, aber das war zu erwarten, nachdem wie lang hier Gummihund auf seiner Mainbase alleine war. Und jetzt geht's wieder rein. Die nächste Zerg Army ist am Start. Jetzt Bailinge mit am Start. Und das sorgt für noch mehr Schwierigkeiten. SCVs fahren da gerade durch. Die SCVs werden teilweise zerstückelt. Panzer werden immer noch weggeräumt. Weitere Bailinge rollen da näher ran an die dritte Basis. Noch mehr Panzer. Da werden überall alle Panzer abgeräumt von Zerglingen. Das heißt, die Position für Gumio wird schwieriger und schwieriger. Er rennt jetzt hier raus, er kriegt die Lurker ohne größeren Support. Das heißt, er kann die ganzen Lurker eliminieren. Aber wie viel verliert er dafür? Er verliert hier im Command Center. Er hat 11 SCVs verloren. Und die Zerg Army kann recht easy ersetzt werden. Die Queens kriegen jetzt kurz ein bisschen. Na Gott, die Bios aber auch mega low hier. Sehr, sehr angeschlagen. Hat dann noch einen Siege Tank mit dabei. Gumio hält hier weiter durch und so. Da schafft es nicht mehr direkt zu maxen. Das ist bei 186 Supply. Morpht hier nochmal neu, wie man sieht. 8 weitere Lurker, 8 weitere Banes. Da kommt jetzt nochmal die Viper zum Einsatz. Zieht den Panzer ran. Panzer sind nicht viele da, aber es werden fleißig welche nachgebaut. Es kommt auch Doppel-Starport. Man braucht wieder was gegen die ganzen Vipern da in der Luft. Es sind ein paar Vikings da. Oder auch ein paar mehr Medivacs wären wünschenswert, weil eben alles angeschlagen ist. Nee, das stimmt gut. Es sind 3 Medivacs und die sind alle out of energy. Noch mehr Panzer werden abgeräumt. Aber die Terran Army hält ein weiteres Mal durch. Muss trotzdem das Command Center erstmal lüften. Da unten sind nochmal 2 Siege Tanks. Die kann man anrennen mit den Zerglingen, mit den Hydras zusammen. Die PF steht jetzt nur in den Weg. Und die nächsten Lurkers sind ein großes Problem, wie man sieht. Angeschlagene Bio und einfach nicht so viel Feuerpower, was Gumio hat. Das heißt, er fehlt gerade 2 Basen, mehr oder weniger auf einmal. Seine dritte und seine vierte haben Schwierigkeiten. Und das ist Gumio dann auch zu viel. Er kann das so nicht halten. Macht hier von Anfang weg sehr, sehr viel Druck, aber Solar hält das durch und dreht den Spieß um. Und er hier dann zerlegt dann nach und nach die Turn-Truppe. Beziehungsweise sehen wir jetzt hier kritische Situation. Das sind die 2 wichtigsten Mining-Bases, die Gumio hat. Weil seine Main-Base ist schon komplett leer, seine Natural ist fast leer. Also er kann es sich nicht leisten, das zu verlieren, aber aktuell kommt er einfach nicht. Man sieht, dass der Mining-Vorteil in den letzten 5-6 Minuten einfach nur gewachsen ist zugunsten des Zergs. Und er konnte das immer wieder nachbauen, die Verluste. Der hatte, er hatte einige Verluste, sind bei fast 6000 Resources Lost Unterschied. Hat am Ende 20 zu 11 gesnipte Worker und 16 Siege Tanks tatsächlich. Es wurden wirklich viele Siege Tanks, aber auch richtig massiv viele gebaut. Es hat 2 Vipern gekostet, die ganzen Ravagers sind gestorben. 15 Lurker waren auch mittendrin. Also wie gesagt, Gumio hat einiges ausgeschaltet, aber am Ende hatte Zone einfach zu viel Masse und eben die strategisch wichtige Position hier. Und somit ist es die Führung für den Zerg, aber Best of 5, da kann man noch einiges tun. Weiter geht's auf Gresvan. Und wie man sieht, da ist die Kaserne in der Main. Da kommt einfach die One Rex Expansion, aber ohne Reapers und stattdessen mit Marines von Gumio. Währenddessen für Solar ist es ein weiteres Mal Hedgecast Pool. Hat dieses Mal keinen frühen Ärger. Kann auf seine dritte Basis gehen. Scoutet trotzdem nochmal die Umgebung ab für alle Fälle. Aber hier ein deutlich entspannterer Start. Das war noch eine Karte, die sich für einen größeren Ausbau einfach eignet. Eine Makrokarte mehr oder weniger. Ziemlich weitläufig, viele Basen. Allerdings scoutet er nochmal ran. Und sieht, okay, da ist die Expansion da. Der ist dieses Mal nicht ewig One Base. Ich sehe gerade, dass ich vergessen habe, Solas Führung einzustellen. Mal sehen, was Gumio jetzt aus dieser zweiten Karte so machen kann. Hat einen Hellion mit dabei, es gibt einen weiteren Starport. Und hier kann er eigentlich auch recht schnell auf eine eigene dritte Basis gehen, wenn er wollte. Aber bei ihm ist es erstmal Tech-mäßig. Man sieht Starport, da wird durchgewechselt. Einmal Tech-Lab für den Starport, Reaktor für die Factory oder auch nicht. Okay, ist sich selber nicht so ganz einig, was da genau wohin soll. Aber hat das jetzt mal so alles durchsortiert. Und die Barracks chillt erstmal noch in der Luft. Ich meine, ist, theoretisch wäre es auch möglich auf der Map. Genau, wir sind hier nämlich auch gerade in Fusion Core, dass man auf Mac spielt. Dass es jetzt erstmal in den Battlecruiser geht. Und danach kommen 2 zusätzliche Factories. Und man spielt Hellions, Cyclans und dann später auch Panzer. Das ist eine Option für Gresvan. Sind sie erstmal Hellion? Okay, wird einfach reingelassen. Die Queens sind nicht in der richtigen Position. Dreht da noch eine Drone durch, aber Schaden ist am Ende nicht ganz so schlimm. Hätte schlimmer kommen können tatsächlich. Dafür braucht schon die 4 Linge vom Start verloren hier für Solar. Und der Battlecruiser ist im Bau und wir kriegen einen zweiten Starport. Also mehr Battlecruiser, die da potenziell gebaut werden können. Noch mehr Feuerpower. Man sieht die Kaserne, die ist rein dazu da, gerade Addons zu bauen. Und die Yamato-Kanone kommt auch direkt. Also das spricht schon sehr für den Mech-Build. Denn aus BCs raus will man eigentlich dann auch mit den Tech-Labs weitermachen. Könnt ihr trotzdem Kasernen ranstellen, aber wenn man eh schon auf mechanischen Einheiten ist mit den fliegenden Battlecruisern, Armory dazu, Rüstungsupgrade, hilft das sämtlichen Einheiten dann einfach, ja, mechanische Einheiten bauen, das restliche Spiel über.
Was wir hier in dem Fall nicht haben, ist eine schnelle dritte. Es ist halt sehr viel Tech, sehr viel teures Investment mit den Battlecruisern. Aber es ist halt Doppel-BC-Produktion. Das ist auch eine Wucht. Aktuell haben wir aber 8 Queens auf dem Feld mit nochmal weiteren unterwegs. Also Sona hat Anti-Air, da kommen auch Sporecrawler. Geht dann auf einen Leertech. Yamato wird trotzdem ein Problem. Der mögliche One-Shot auf viele Einheiten. Aber dauert noch, bis das Ding fertig ist. Die Frage ist, der BC, geht er sofort rüber? Ja, der springt direkt einmal hinten rein in die Mainbase und zeigt sich damit. Das Solar weiß jetzt auf jeden Fall, dass da BCs ein Thema sind. Wie viele das insgesamt werden, das weiß er noch nicht unbedingt. Aber der wird sich darüber freuen, dass er so viele Queens bereits gebaut hat, weil die Anti-Air kann er auf jeden Fall brauchen. Da sieht man auch ein weiteres Rockball in der Main. Die Queen allein ist nämlich nicht genug, um diesen BC aufzuhalten. Also der Schaden hält sie noch in Grenzen, aber der BC möchte halt auch seine Hitpoints möglichst lange erhalten. Ein bisschen lange vorne einsetzen, zumal er in Zukunft auch Unterstützung bekommt. Der zweite BC nähert sich der Fertigstellung. Die Yamato braucht nicht mehr allzu lange. Overlord weggekillt. Nächster Overlord im Visier. Also Soda wird jetzt einige Zeit lang beschossen und er hat keine so tolle Antwort dafür. Er baut aktuell ein paar Roaches. Das sind halt auch keine Anti-Air. Ravager theoretisch. Nächster BC ist gleich gespawnt und die Yamato-Kanone ist completed. Zudem die Hellions fahren hier kurz rein. Wir rennen mal kurz rüber und nehmen noch ein paar Drones mit. Es kommt der Spire. Weil Corruptor werden wirklich für die Situation auch wünschenswert. Man braucht solide, massige Anti-Air. Da sieht man die Yamato-Kanone. Einmal der One-Shot auf die Queen. Die Überreste rutschen auch noch ins Nichts. Und somit wird hier die Mainbase weiter belagert. Das sind eben die Probleme, mit denen sich jetzt Solar auseinandersetzen muss. Währenddessen sein Overseer scoutet nochmal drüber. Sieht dann auch den Doppel-Starport. Die Marines konnten das nicht halt stoppen. Und jetzt springen die nächsten beiden VCs mit nach vorne. Das heißt, die Mainbase bekommt hier noch mehr Besuch. Zwei weitere Yamatos möglich. Erste fliegt auch schon. Nochmal nicht weniger. Noch eine Yamato ist möglich. Im Normalfall hat er beide gezündet tatsächlich. Beide Yamatos wurden bereits eingesetzt. Und jetzt der Fokus auf den Sporecrawler. Die Queens haben nicht so viel Energie für Consumes. Das heißt, die Anti-Air, man sieht, das ist gegen die Battlecruiser gerade noch nicht genug. Das Fire ist noch nicht fertig. Und da fliegt ein Mule, um die BCs zu reparieren mitten im Feld. Weil die Queens verlieren das. Die Sporecrawler müssen nachrücken. Neue Queens kommen mit nach. Das Mule wird zerstört von den Drones. Aber der Schaden sammelt sich dann doch. 8 Drones bereits zerlegt. Viele Queens gestorben. Die BCs leben immer noch alle im orangenen Bereich. Aber sie sind einsatzfähig. Sie können wir noch weiter aus sein. Transuse wird da gestorben. Die Queen überlebt gerade so. Transuse Regeneration hat auch noch ein bisschen geholfen. BCs fahren weiter jetzt zur dritten Basis. Jetzt wird ein Corruptor gebaut. 7 Stück. Die kann man wirklich dringend gebrauchen für den Zerg. Also es ist nur ein Jump verfügbar. Also die BCs kommen nur sehr schnell wieder raus. Die Yamato ist auch noch am Nachladen. Also man muss ein bisschen aufpassen. Aber es hat 13 Drones erwischt. Und viel an Rest. Oh, die BCs aber werden kurz abgelenkt von den Queens. Die BCs gehen in den Kampf ein. Und das schaffen sie nicht. Die Queens sind dazu zäh. Da fliegt nochmal eine Yamato. Da wird nochmal Transuse. Aber das hindert den Kill nicht. Währenddessen die Linge haben versucht, einen Counter-Attack anzusetzen, aber da ist ein nächster BC. Und die Basis war noch nicht großartig besetzt. Die BCs können jetzt hier noch ein paar Netten jagen. Corruptor ist jetzt allerdings da. Sein Flyer-Weapons kommt mit dazu. Die BC-Anzahl ist bei 4 Stück, eben der eine verloren. Und die beiden bräuchten dringend eine Reparatur, weil dann die Corruptor ankommen, die brauchen nicht viel Arbeit, um da einen Battlecruiser zu zerlegen. Somit wechselt man jetzt wieder auf Bodeneinheiten. Nämlich die Hellions fahren hier vorbei und wollen nochmal ein paar Drones erledigen. Sind so nicht genügend gestorben. Wenn es nach gegenlosen Meinung geht, er nimmt nochmal 2 mit. Währenddessen gibt es hier draußen aber den Kampf mit den Corruptern. Da kommt der Sprung. Oh, der kommt gerade so durch. Der BC, wenn das ein Yamato, dann immer nochmal rein. Und der könnte theoretisch auch noch rausspringen. Die Drones immer noch in Gefahr. Viel aufgesplittet. Die Hellions. Boah, schaffen die da einen guten Attack rein? 9 Drones bereits zerlegt. Noch ein BC, der hier reinschickt. Es ist einfach komplettes Chaos, das hier gerade losgeht. Missile Turrets schießen auf Corruptor. Die wiederum sind auf der Suche nach Battlecruisern. Die hängen hier hinten in der Mainbase ab. Da ist gerade ein frischer gebaut worden. Die versuchen jetzt hier zu fliehen. Der BC bekommt Ärger. Der BC hier wird von den Queens zerstört. Also man sieht auch die Spieler. Die müssen da gucken, dass sie alle Ecken im Blick behalten. Der BC ist gefallen. Die Mainbase könnte abgegeben werden. Der BC ist an den Queens draufgegangen. Währenddessen die Einheiten werden zurückgeschlagen von weiteren Battlecruisern. Die werden wiederum repariert. Die Corruptor versuchen dann nochmal die Jagd anzusetzen. Nochmal eine Yamato. Nochmal ein Corruptor weniger. Nochmal einen Sprung rüber zu den restlichen Kollegen. Aber da sind die Missile Turrets. Da ist die Reparatur. Da kann man die BCs am Legen mal halten. 13 Drones sind gefallen. Da ist nochmal ein Hellion in der Mainbase. Und somit wir landen bei 5000 zu 6000 Resources lost. Und es werden immer noch weitere Battlecruiser gebaut. Corruptor-Anzahl ist auf 7 Stück. Wenn das zu viele BCs sind, könnte das auch ein Problem werden, aber wir sind nur noch bei 3. Es müssten also, ja, 4 tote BCs sind das tatsächlich schon gewesen. Bisher 5 tote Corruptor, 9 tote Queens, aber 31 Drones hat sie erwischt. Gumio hat gerade mehr Worker. Gleiche Basenanzahl. Das heißt, Economy-Tendel steht da gut da. Army Supply ist schwierig gerade. Mit den neuen BCs wird es auf jeden Fall besser für ihn. Weil 5 Yamatos tun ordentlich weh, wenn er da mal 5 BCs auf einmal hat. Und man sieht, es kommen weitere Factories mit dazu. Also es gibt Mech als Army-Komposition. Da kommt noch ein Bunker mit dazu. Die BCs hat so ziemlich alles, was an Army besitzt, muss man sagen, für Community. Er hat 4 BCs für Aliens und Marine. Also die BCs machen den Hauptteil seiner Armee aus. Er hat viele SCVs. Und nochmal der Scan auf die dritte des Gegners.
Und somit für Solar nicht die schönste Situation. Ja, er hat ein paar BBCs bekommen, aber hat viele Drones verloren. Das hat ihm ordentlich wehgetan und er muss sich halt später immer noch mit den ganzen Yamato-Cannons auseinandersetzen. Das Problem ist noch nicht überwunden, das wird eher noch schlimmer werden. Da kommen nämlich immer noch weitere BCs mit dazu und noch mehr Factories allerdings auch. Und somit beginnt jetzt die Produktion von mehr Hellions und dann auch mit den Tech Labs von Panzern und oder Cyclones. Währenddessen werden die Roaches weit abgewehrt, die haben hier gar nicht mehr großartig was zu melden. Das ist so teil, dass man ihn nicht wirklich verwenden kann, außer eben hier und da vielleicht noch ein SCV mitnehmen. 13 Corruptor treffen auf 5 Battlecruiser, das heißt mit 5 Yamatos sind von den Corruptor nur noch 8 Stück übrig. Man sieht es auch, Gumio fährt raus, anstatt dass er rausspringt, weil er möchte sich die Möglichkeit behalten, dass er evakuieren kann, wenn der BC in Gefahr sein sollte. Jetzt ist nochmal Hellions dran an den Drones, nochmal ein paar mehr Drones, die man mitnimmt. 70 zu 75 Worker aktuell. Hellions waren eliminiert von den Roaches. Und wir haben jetzt den Macfield Accelerator, also das Upgrade für die Cyclones und eben 2 zusätzliche Battlecruiser. Die Corruptor, wo hängen die? Die hängen hier an der dritten gerade ab. Die BCs schleichen sich dann nämlich in die Mainbase. Das sind aber auch noch die Spawncrawler von vorhin. Queen-Anzahl wurde nicht wieder aufgebaut, das sind 3 Stück. Der nächste BC fährt hier raus, da wird ein bisschen an den Felsen gearbeitet. Die BCs warten auf ihren Einsatz. Und wie gesagt, die können rausspringen. Und die haben auch alle Yamato auf Standby. Also die können ordentlich damit austeilen, wenn sie wollen. Und da wird tatsächlich der Leer-Tech einfach gefokust. Und Zeus kommt. Und okay, da waren sogar die Yamatos reingehammert. Damit der Leer unbedingt fällt. Und danach springt man da tendenziell raus. Das kostet trotzdem einen BC. Aber Leer-Tech ist down, das heißt, Tech-mäßig geht bei Solar gerade nicht viel vorwärts. Hat er keine großartig weiteren Tech gebaut. Er hatte immer einen Infestation Pit, den hat er noch fertig bekommen. Das heißt, Infestoren sind da, aber da kam auch wieder der nächste Angriff vorbei. Das sind die Einheiten hier gewesen. Die Aliens und weitere BC noch weit hinten, dass er währenddessen die Leer-Snipe-Aktion gestartet hat, sind die Aliens hier losgefahren und die wollten wieder an die Drones. Und hier gab es einige Drones. Das sind 19 Stück, wie man sieht, alle Netten wurden von ihr weggezogen. Es sind die Drones komplett auf sich gestellt und die Drones tun hier nicht viel, außer, ja, rösten. Werden einfach durchgerüstet, Stück für Stück. 15 Kills, eine komplette Mineral Line ausgeschaltet mit den vier Linsen. Das wird noch ein paar mehr Roaches und Dinge stoppen das dann. Aber der Schaden ist bereits getan. Wird sofort danach gebaut. Aber auch das kostet alles Geld, das kostet alles Mineralien. Währenddessen kommt die vierte Basis für den Terran. Mehr Cyclones jetzt mit dem Einsatz und die BC-Anzahl 7 Stück mit Nummer 8 unterwegs. Da sind trotzdem noch sehr viele BCs. Der ist wieder drin und versucht, weitere Kills mitzunehmen. Geht auf die Queen. Die Queen wird es nicht überleben. Corruptor kommt dazu. Das heißt, jetzt ist ein Sprung notwendig, um hier zu überleben. Aber zu spät. Den Sprung wird nicht. Weitere BC fällt. Und damit sind wir bei 6 Battlecruisern, die schon gefallen sind. Also wirklich Battlecruiser-lastiges Game. Wir haben 7 auf dem Feld. Wie man sieht, hier gerade der Mule haben wir gedroppt. Die vierte Basis ist jetzt online. Eine fünfte wird auch gleich mit dazukommen. Gumius Gebiet erweitert sich. Und Solas Gebiet ist jetzt nicht im besten Zustand. Er hat seine 4 und gleich 5 Basen. Das heißt, er hat gleich viel wie der Terraner. Und das bei weniger Worker durch die ganzen Verluste. Das heißt, die Economy für Solar ist nicht der Burner. Er ist in der Economy die ganze Zeit jetzt hinten. Army Supply, man beide nähern sich Stück für Stück den Max out. Zerg hat ein bisschen mehr verloren. Also das Game wird nicht einfach. Wir sind schon bei 56 toten Drones gesamt. Man sieht, die Mainbase wurde jetzt auch wieder neu aufgebaut. Ein bisschen Ressourcen gibt es da durchaus noch, die man holen möchte. Gerade Vespingas. Fast 3000 Vespingas, die ja noch übrig sind. Währenddessen mehr Factories für Gumiho und Blue Flame kommt, beziehungsweise der Pre-Infernal Igniter. Ich bin mir nicht mehr sicher. Infernal Pre-Igniter, so rum. Einfach die Reihenfolge war falsch. 3 weitere Commands, also auch hier nochmal das Aufrüsten zum Late Game. Und das Upgrade für die Missile Turrets. Das Highsec Auto Tracking. Währenddessen Mech Upgrades 1.1 und Smart Servos für Hellions, für Vikings. Theoretisch auch für Tore. Mal gucken, ob wir Tore da kriegen. Das ist nicht ganz unmöglich. Doch wenn einige Corruptor da sind, wäre es durchaus eine Option. Wir sind jetzt erstmal Roaches und Dinge öffnen hier einen Weg. Und es ist Solar, der doch mal wieder auf Angriff umschalten möchte. Währenddessen die BCs warten ja einfach bei den Panzern. Raven wird auch gebaut. Noch weitere BC-Produktion. Nummer 8 wird produziert. Und hier fahren die Hellions mal wieder raus und versuchen Schaden zu machen an irgendwelchen Drones, die sie finden können. Vor allem ist jetzt Blue Flame dabei. Das ist alles leicht gepanzerte. Brennt noch leichter weg. Man sieht die Dinge. Keine große Überlebenschance. Die Roaches interessiert das allerdings nicht. Die wiederum haben Angst vor der Einheit hier, vor den Siege Tanks, die da gestellt sind. Große Spies werden gedodged. Währenddessen kommt dann noch das Neo Steel Armor Upgrade. Das heißt mehr Rüstung für die gesamten Gebäude. Man sieht hier und da ein Infestor jetzt auch eingegraben. Also Burrow ist mit dabei. Aber die Missile Turrets sind da ein Problem. Der Infestor kann trotzdem sehr wichtig werden. Null Parasite ist nicht mit am Start. Das ist einfach für Fungal. Die Gegner schneiden aufhalten. Gerade die BCs, dann kann man sie mit Corrosive Bile
und den Corrupt dann Stück für Stück zerstören. Und jetzt kommt auch ein Greater Spire. Also es geht wirklich in Richtung Ultra Late Game. Da wurde kurz ein Investor gefunden von den Lens. Schaffen es, die den Kill zu holen. Boah, der fährt da raus. Und die Lens wurden stattdessen zerlegt. Wir haben jetzt eben Max Out für Sauna, fast Max Out für Gummiho. 78, 83 Worker. Ins Leben sogar noch. Die Kraptos suchen nach den Battlecruisern, weil viel mehr können sie tun. Sie können versuchen, Gebäude anzuschießen, aber das ist ein ziemlich riskantes Unterfangen. Der BC versucht rauszuspringen, aber keine Chance jetzt, wo die Yamados entschlagen. Die Kraptos halt weniger wird. Da kann man eher was tun. Parallel aber oben die Roaches unterwegs, versuchen hier die Basis anzugreifen, nehmen 4 SCVs mit. Dafür stirbt aber auch ein ganzer Schwung an Roaches. Deswegen hat sich der Trade nicht wirklich gelohnt für Solar. Die paar SCVs sind gleich ersetzt. Die Hellens sind dem Terraner auch nicht so wichtig. Vespingas Bank sammelt sich und es geht Richtung 2-2 Upgrades für die Mech-Einheiten. Die Gebäude-Upgrades kommen jetzt eben auch durch, also ist noch schwieriger, da Schaden anzurichten. So, mit Gumiho hat ein starkes Setup mit Mech. Die Frage ist, kann Solar das brechen? Er geht jetzt auf Vipern, er geht auf den Greater Spire, damit mit Broodlords und Abducts lässt sich viel anstellen. Seine Einheiten-Upgrades hingegen sind noch auf für die Linie auf 0-0. Sieht ein bisschen traurig aus, dass da 1-1 unterwegs ist nach Minute 15. Aber er hat immer schon plus 2 Missile-Attacks und er hat plus 2 auf Flyer-Attacks. Das heißt, Corrupted machen ordentlich Damage, Roaches und Ravager machen ordentlich Damage. Hier weitere Run bei begegnet Roaches. Wieder die Panzer, die da mit dabei sind. Die DCs kommen wieder mit angeflogen. Es stoppen ein paar SCVs. Der Siege Tank fällt. Der Marvel geht mit Renten, den Ravager rauszunehmen. Auch hier hat sich der Move gelohnt. Nicht wirklich. Man opfert 5 Roaches, 14 Dinge und bekommt einen Panzer und 2 SCVs dafür. Also es lohnt sich eigentlich nicht die ganze Zeit, diese Trades einzugeben. Jetzt sitzt es mit 9 zu 13.000 Resources lost. Immerhin, was Solar jetzt machen konnte, ist neue Basen. Er hat die hier oben. Er baut gerade die hier unten. Er hat jetzt 84 Drones, also deutlich mehr Worker als sein Gegner. Dafür die gegnerische Armee schiebt sich ihm gerade entgegen. Da sind noch ein paar Cyclones mit dabei, einfach um die ganzen Corruptor anzupeilen. Oder, ja, Roaches und Ravager leiden auch noch. Da sieht man, sind die Infestoren. Erster Fangel kommt um die, ja, ganz nein, der Kampfzeit. Da kommt aber auch ein Antiyama. Das heißt, jetzt wird hier gekämpft. Die Yamatos gehen rein, die Besiegten versuchen zu fliehen. Aber wie man sieht, mit Fangel ist das sehr, sehr schwierig. Die Panzer teilen nochmal aus. Auf dem Boden wird sehr viel zerstört, was der Zeug da besitzt. In der Luft kann er sich ziemlich gut durchsetzen. Es verbleiben 4 Battlecruiser. Währenddessen aber hier unten gehen viele Roaches und Ravager drauf. Man sieht, die Cyclones räumen nochmal den Rest weg. Bis da neue Dinge da sind, haben die Cyclones da keine Angst. Somit große Schlacht dieses Mal und Resources destroyed. Dieses Mal Solar mit dem besseren Trade. Macht die BCs kaputt. Erwischt teure Einheiten mit den Cyclones auch. Panzer hat nicht viele bekommen. Und somit BCs werden jetzt normalerweise auch nicht mehr nachgebaut. Ne, wir bleiben bei 4 und das sind, wie es aussieht, die letzten 4 sind 10 Stück gestorben. Und wir kriegen gerade 10 Broodlords aufs Feld. Dann bräuchte man die Starports eher für Vikings. Darf jetzt 2-2 auf der Mech-Truppe drauf. Da kommt noch plus 1 Flyer weg. Attacks und ja, da kommen die Tore. Also das ist die andere Hand hier. Auch die sind hilfreich gegen Broodlords. Gute Reichweite in ihrem Single-Target-Modus. Währenddessen Baning Nest, drittes Flyer-Attacks und Neural Parasite unterwegs für Solar. Also beide sind erfolgreich ins Ultra-Late-Game gekommen. Jetzt ist die Frage, wer managt das besser? Geld ist jetzt nicht mega viel vorhanden. Also sie können sich keine große Schlacht leisten, dass sie sofort nachbauen, sondern muss schon ein bisschen auf Verluste achten. Man sieht, die Panzer erstmal weichen aus, weil es fehlt die benötigte Antia. Hier ist auch keine Perf, also für die Basis sieht es ziemlich schlecht aus. Gumiho möchte einfach Zeit schinden, bis er die Tore auf dem Feld hat. Das wird noch ein bisschen dauern, er hat 5 Stück im Bau. Der Panzer hält da noch mutig die Stellung, aber auch der wird es nicht überleben. Die Bruder fallen hier fleißig rein. Es gibt doch gerade keinen Counterattack. Es ist einer unterwegs. Man sieht, die BCs versuchen hier ihr Bestes, um da für Ärger zu sorgen. Wenn das nicht hier ist, eine Perf, und die soll angegangen werden. Aber die Perf fährt sich, hat schon 11 Kills, 12 Kills gesammelt. Und die wird immer noch counter-repaired. Die Perf wird das durchhalten. Die Netten haben nicht genügend Damage. Wenn das nicht hier geht, voran mit den BCs, werden gejagt von den Kraptern. Und hier drüben ist jetzt die Cyclone-Truppe. Die ist deutlich agiler als die Broodlords. Das heißt, man kann den Sorg ein bisschen umlaufen als Terraner. Man sieht hier, die Perf wurde tatsächlich gehalten. Jeder Trupp fährt immer noch weiter, versucht noch mehr auszuschalten. Ein paar Patrons gefunden, eine Basis gefunden. Nächste Basis wird hier angepeilt. Und die Broodlords, sie schleichen gerade rüber. Sie geben mir besser, aber 3 Basen erstmal Schlag auf Schlag auf Schlag lahmgelegt. Ein ziemlich heftiger Schlag gegen die Solar Economy. Eine Basis schon komplett down, die nächste Basis wird wahrscheinlich auch nicht halten können, dafür die Broodlords können jetzt Stück für Stück die Panzer zerlegen. Und es gibt einen weiteren Attack hier, weil auch Gumiho hat natürlich in den Basen ein bisschen gelitten. 60 zu 82 Worker, da gibt es den Caustic Spray, da wird aufs Command Center gekotzt, auf die Perf. Nach oben schießen kann sie nicht, also da kann sie sich nicht wenden lassen, gab es hier die Aufräumaktion, aber die Basen sind zerstört worden, die drüben lebt noch. Und hier, das Command Center wird es auch nicht schaffen. Crafter und hier Forget the Kill, aber sie sind jetzt auch, da sind Tore mit dabei, davon nicht wenigen. Die Cyclones mischen sie auch nochmal mit ein, mit ein paar Lockons. Der Schaden ist ordentlich und mehrere Corruptor gehen dabei drauf.
Und zudem wurden da nochmal ein paar Drones auch ausgeschaltet. Also das ist wieder mal nicht. Oh, die Viper stirbt am Ende auch noch. Wir springen jetzt gerade nochmal rüber. Nämlich im Terraner-Gebiet gibt es mehr Ärger. Man sieht, die PCs hier fahren nochmal durch die Gegend. Da ist der Hive-Tag inzwischen auch. Also er wurde hier vorne in die dritte gesetzt. Und es wurden einfach mehr und mehr Drones gefarmt, auch hier drüben. Der Helvet hat noch ein paar Sachen auseinandergenommen. Die Drones fahren da an die Basis, gerade gesnappt. Und das sind die PCs, die fleißig Kills farmen. Die sind aktuell bei 8 Stück und 12 Stück. Die Crafter allerdings sind jetzt da. Die Infestoren-Männer auch mal dabei, dass da nicht schief geht, dass man da jetzt endlich alle bekommt. Das Ende der Battlecruiser, aber die Mech-Army pusht bereits hinterher. Und man sieht meistens mal, die Bluebirds versuchen, irgendwie darüber zu kommen rechtzeitig. Das ist nicht einfach. Die Bluebirds sind einfach nicht schnell genug. Sind bei 24 zu 24.000 Resources lost. Wir waren gerade wirklich fast gleich, bis jetzt die Hedge gestorben ist. Und die Mech-Army räumt sehr viel Circuit-Gebiet auf. Also das Circuit-Gebiet ist massiv geschrumpft für Solar. Er hatte viele Verluste, teure Verluste. Resources Destroyed war eben, ja, ziemlich heftig für beide Seiten. Aber es ist die Mech-Army, die trotzdem pusht, selbst rein in die Bluebirds. Das ist hier Gumiho egal. Er will Druck machen. Er hat 12 Tore auf dem Feld. Also er hat richtig krass Anti-Air gegen die Bluebirds. Man sieht das auch, sobald er die Vision hat und die mal ausschalten können, dann schmilzt ein Bluebird weg. Es sind 16 Bluebirds auf dem Feld. Das ist ein richtig heftiger Fight hier zwischen den beiden Typen an Einheiten. 10 Drones hat es wieder mal erwischt. Wir sind also bei 57 zu 60 Worker. Aber Solar gehen halt wirklich die Basen gerade aus. Er hat noch seine originalen 3 gleich, wenn die nicht auseinanderfällt. Hier oben baut er gerade nach. Aber er könnte sich natürlich Schöneres wünschen, was die Economy betrifft. Und er verliert auch die Base. Das heißt, Basendamage ist nicht viel los, trotz der ganzen Worker. Man sieht das auch. Mining komplett der Schwung von Zerg Spike zu Terraner Spike im Mining-Unterschied. Und trotzdem wird Solar hier weiter belagert, denn selbst die neue Basis hier oben kriegt direkt Ärger und kann nicht durchgezogen werden. Die Cyclones zerstören auch das. Die Dinge können sich dann um den Rest kümmern, immerhin die Basis jetzt da. Aber selbst die Basis ist nicht neu. Die hat er ja schon eine Weile. Da ist nicht mehr so viel an Ressourcen da. Solar braucht neue Bases. Er hat eine fast leere Mainbase, eine fast leere Natural, eine fast leere dritte. Er hat jetzt eine neu gebaute, wiedergebaute vierte und versucht jetzt hier eine fünfte zu holen. Wenn das ein Figumio mit den zwei Basen sieht, das deutlich angenehmer aus. Und hat sich jetzt auch die hier oben geschnappt. Sind zwar alles OCs, aber hey, da kommt Geld rein. Das ist das Wichtige für ihn. Und die Bluebirds gehen nach vorne. Die Bluebirds treffen wieder auf die Tore. Off-Click ohne Support-Supply. Da kommen jetzt aber nur Parasites, um den Kampf umzudrehen. Solar will sich hier durcharbeiten durch die Tore. Tore beschießen sich gegenseitig. Aber die Infestoren fallen ebenfalls. Die Bluebirds fallen alle. Auch es sind nur noch 4 Bluebirds da. Und 3 kommen gerade angefahren. Das war gerade eine komplette Zerstörung der Zerg-Army. Da ist nichts mehr da. Die Roaches können aber ein bisschen was versuchen. Aber ohne Bluebirds, ohne die Masse. Und die Masse kann Solar nicht aufbauen. Er hat kein Geld dafür. Er hat kein Einkommen dafür. Gumiho räumte die Zerg-Army auf und gewinnt damit Map Nummer 2. Ja, 18 war ziemlich einseitig am Ende, die Resources destroyed. Trotz Neural Parasite, es war einfach, der Support war nicht da. Die Bluebirds haben alleine den Kampf gestartet, haben da schon gelitten. Und auch den Infestoren alleine ohne Support, die brauchen irgendwas, was sie beschützt, was den Schaden absorbiert, dass man nicht gesniped wird. Dass Neural Parasite auch langfristig ein Problem wird. Und somit gleicht Gumiho hier aus. Einfach mal, ja, eskalierende Schlacht. Sehr viel Geld, sehr viel teure Einheiten, die hier zerstört wurden. Wir hatten 14 tote BCs, wir hatten 19 tote Bluelords. 4 von den Toren sind draufgegangen. Ein paar Basen weggeräumt, beim Zerg tatsächlich ziemlich viele Basen. 16 und 88 Worker, die es dabei erwischt hat. 12 Queens auch, aber das war eher noch Richtung Anfang des Games. Und somit effektives BO3, aber weiter geht's. Unsere nächste Map ist Babylon. Da gibt es Opening technisch dasselbe Spielchen wie in der vorigen Map. Also wie auf Cresvan. Da gab es den einen Link, um zu scouten. Es gab die One Rex Expansion mit einem Marine. Allerdings anstatt der Marine Pub, man sieht, das Follow-up ist anders. Kommt an Starboard, aber es kommt eine Doppelkaserne. Also deutlich mehr Marines. Das wird Bioplay-Style von Gumiho. Währenddessen für Solar ist es wieder mal Hedgeguards Pool, dritte Basis. Und dann reagieren auf das, was der Terraner so vorhat. Hat allerdings ja keine gute Vision in Position. Der Overlord fliegt erstmal noch weiter zurück. Währenddessen der Link-Scoutet da raus. Es gibt jetzt eine Helle, die durch die Gegend fährt, aber man sieht die Produktion an Marines. Und da kann dann ein schnelles Stim-Upgrade erfolgen. Und das kommt dann auch. Dann brauchen wir noch einen Reaktor für den Starboard. Und dann zwei Medivacs voll mit Marines und der Terraner kann loslegen. Ein ganz anderes Timing als die Battlecruiser. Und entsprechend wird davon Solar auch eine andere Antwort gefordert sein. Gut, Queens können auch da einiges davon aufhalten. Aber Queens sind jetzt auch nicht so toll gegen gestimmte Marines in der Masse. Wir warten jetzt also erstmal, bis das aufschlägt. Wenn das ein Solar schnappt, sich mehr Drones und versucht natürlich so gut es geht Informationen zu sammeln. Damit er da sich zusammenreimen kann, was genau von Gumiho da kommt. Und der Scout kommt zumindest mal in die Natural. Da sieht man ein paar Marines, aber nicht mega viele. Hat er noch irgendwas von der Protection? Hat er die Medivacs gerade noch fliegen sehen? Ob das Medivac ist, ist gerade nur eins. Er hat wenig gesehen vom Tech an und für sich. Er baut weitere Drones. Also Solar hat Army Supply technisch seine Queens und ein paar Linge. Und es ist momentan erst ein Medivac voll mit Marines. Und noch kein doppeltes. Das ist gerade hier am Rande. Und
Ja, da werden wir direkt Fins gebaut, aber da geht's los. Die Marines noch ohne Stim sogar. Das sind richtig frühes Timing. Noch nicht mal mit dem Upgrade, sondern einfach nur Marines, Medivac und Go. Man sieht's eigentlich eher mit eben dem Stim und Doppel-Medivac. Ja, man möchte einfach richtig früh hier belagern. Bis ja eine Queen rauskommt. Die Queens lassen sich auch gerade ein bisschen ablenken. Währenddessen startet der Leertech. Und da kommt dann aber noch mehr Marine-Masse. Der Oberlord wird auch zerstört hier vorne. Das ist in der Link, möchte ich nochmal nachscouten, kommt auch rein, aber auch da warten weitere Marines und somit der Link kommt nicht arg weit. Aber dann Tech Lab an die Factory gebaut, Stim in 8 Sekunden und die Marine-Masse, da ist es eben, 2 Medivacs voll mit Marines. Was kann das hier anrichten? Da kommt ein Spore-Crawler, es kommen Merlinge, Baning ist das unterwegs, währenddessen gibt es einen Counter-Attack und die Wall ist immer noch offen. Jetzt reichen die 3 Marines nicht, da gibt es Ärger für den Terran gerade. Die Wall wird angeknabbert, die SCVs werden angeknabbert, jetzt geht alles Richtung SCVs, die wollen sogar kämpfen. Die Marines versuchen ihr Bestes, das in den Griff zu kriegen, aber die werden wieder gefressen, dafür die SCVs kämpfen. Und die schaffen es das dann aufzuhalten, aber nicht ohne Verluste. 5 SCVs gehen down, Mule wird ebenfalls dabei verloren gehen und das andere Mühl, bei dem läuft gerade ein Lebenssetup und zwischenzeit der Drop versucht sein Bestes den Schaden zurückzugeben. Hat aber nicht wirklich groß Drones erwischt. Jetzt geht die Nitsch schon wieder an den Start für den Terran. Wer das Nidrette Basis umsorgt, bekommt Probleme. Baning ist nur nicht möglich. Es werden aber 18 weitere Rennen gebaut. Das braucht aber eine Queen. Es ist eine Hellion. 2 Hellions sind hier. Die Marines versuchen ihr Bestes mit Stim, mit der Heilung der Medivacs, sich der Druck zu kämpfen und alles, was der Circle hier ranbringt. Und da ist ein Helic mega low, aber das ist leer. Also wenn das verloren geht, ist es nicht der Weltuntergang. Der Hellion lebt tatsächlich auch noch. Der Drop wird aber weiterhin aufgehalten. Also Solar übersteht das. Und, nimmt den Hellion nochmal mit. Das Medivac schafft er nicht ganz. Aber insgesamt ist das eigentlich nicht schlecht für Solar. Er hat einige Länge verloren. Aber er hat beim Gegner Worker mitgenommen. Er hat selber kein bisschen was verloren. Also nicht mal eine Drone verloren. Nur die 52 Länge, dann Overlord, 2 Queens und eben 5 SCVs mitgenommen. Also in der Masse hat Solar zwar mehr verloren, aber seine Economy ist richtig gut aufgestellt dafür. Man sieht das auch. Mining-Vorteil ist da. Muss jetzt halt das Army-Supply noch kompensieren. Jetzt hat er die Möglichkeit, Baninge zu bauen. Baning-Speed ist auch unterwegs. Dafür geht es jetzt, habe ich hier weiter. Der Push kriegt einen Follow-up mit Siege-Tanks. Dahinter auch Doppel-Engineering Bay, Combat Shield. Also die Marine-Masse soll noch stärker werden. Die 2 Medivacs da sind angeschlagen. Das eine sogar ziemlich heftig. Also das muss aufpassen. Es wird jetzt auch ein bisschen zurückgezogen, wie man sehen kann. Dass es nicht an der vordersten Linie steht gegen die Queens. Und da gibt es einmal den Siege, den Scan und den Go. Und weiteres mal auf die dritte Basis. Die ist schon angeschlagen. Die hat noch 600 Points, wird weiter angeschossen. Die Basis ist im roten Bereich. Baning ist jetzt fertig, aber Speed Upgrade fehlt noch. Die Marines sind aber auch noch on-creep gerade. Die Panzer sind nicht in Reichweite, um die Hedge anzuschießen. Die Queens kaufen immer noch weiter Zeit. Mehr Linge werden noch gebaut. Die Economy in der dritten ist gerade nicht verfügbar. Da wird jetzt das eine Medivac gerade gesnappt. Da gibt es mal den Go auf die Hedge. Auf die Hedge schlägt immer noch ein bisschen Creep-Reste. Sind doch da Dinge strömen jetzt rein. Die Panzer versuchen da die Baning auszuschalten, kommen aber nicht ganz ran. Baning leben nämlich immer noch. Die Queens versuchen da wegzukommen. Da ist das Baning-Speed auch mit, damit der gesamte Push von Gumiho hier aufgehalten ist. Seine Basis. Die Basis bekommt er nicht. Solar hält seine Basis am Leben. Es sind noch 2 Marines im Medivac. Aber das ist alles, was von dem Push übrig bleibt. Und economy-technisch ist es 64 zu 43, also für Solar gute Verteidigung von ihm. Terran Army Supply aufgehalten und selber tatsächlich mit komplett soliden Verlusten da eigentlich gekämpft. Solar hat insgesamt mehr Ressourcen zerstört und war sogar fast quasi gleich viel, wenn man Vespingas und Mineralien zusammenrechnet. Aber trotzdem sehr gute Situation jetzt für den Zerg. Immer noch eine starke Economy dahinter. Der Tech ist jetzt auch vorangekommen. Da kommen Hydras mit dazu. Der nächste Drop wurde schon gefunden. Für Gumiho geht es jetzt erstmal in seine dritte Basis. Holt sich eine weitere Factory, geht auf seine 1-1. Aber da ist der Zerg ebenfalls dran, was die Upgrades betrifft. Ein weiteres Mal wird hier ausgeladen. Vor der dritten Basis. Die hat 215 Hitpoints. Das ist nicht viel. Das würde man gerne loswerden. Aber ja, das sind weitere Linge, das sind weitere Baninge. Das funktioniert nicht für die Medivacs. Der Boost in die, Boost nochmal rüber. Man sieht, er kreist und kreist da die dritte Basis. Die ist so das goldene Ziel, dass man, es wäre nicht viel Arbeit, die kaputt zu kriegen. Stattdessen fehlt aber das Medivac 1 noch. Das zweite Medivac ist schon low, wird es nicht überleben. Der ganze Drop wird es nicht überleben. Oh doch, das Medivac lebt sogar noch. Irgendwie überlebt das Medivac mit 6 Hitpoints. Ein Queen-Angriff hätte gereicht, aber kam nicht ganz an. Somit von dem Drop bleibt das übrig, aber der macht trotzdem keinen Damage. Also trotzdem für Gumiho hat sich das Investment einfach nicht gelohnt für ihn. Nicht genügend kaputt gemacht und hier... Der nächste Marine-Truppe läuft an, muss erst an Creep vorbei. Die neue Basis wird aufgehalten. Die Drone schafft ihren Plan nicht. Die Basis hier frisch im Einsatz. Hydra jetzt mit dabei. Also mehr Anti-Air, was der Zeug auch zur Verfügung hat. Und einige Linge kommen angestimmt. Also die Marines können hier nicht wirklich nicht bleiben. Hydra Speed Upgrade kommt noch 2-2. Kommt für den Zeug noch nicht für den Terraner. Da kommt auch ein Infestation Pit. Also man sieht jetzt eben auch, wie gut es der Solar geht. Dass seine Economy immer noch so solide läuft. Er ist ein Upgrade, einen kleinen Hauch vorne. Geht auch techmäßig schon Richtung Infestation Pit und damit auch Hive-Tech. Ja, die Hydra ist draußen. Masse-Tennis hat da auch einiges. Die Frage ist, wann kommt der nächste wirklich große Push von Gumiho? Momentan ist er viel mit seinem Drop unterwegs, aber die haben jetzt noch nicht mega viel erreicht. Neue Basis wird auch gebaut. Wir haben 65 SCVs, also auch Gumiho, er ist solide aufgestellt. Nur bisher hat eben Solar für alles eine Antwort.
mal weiter Creep rausgenommen. Die Sword-Einheiten setzen sich oben in Bewegung. Da ist ein Sensor-Tower mit dabei an der Base. Das klingt einfach so überrascht von folgendem Runby. Und jetzt geht's los mit einem Widowmind-Drop. Es kommt das Drilling-Claws-Upgrade, dass man die schneller einbuddeln kann. Neue Basis. Halb fertig. Kurs natürlich für die Widowmines ist Drones. Mit einer Basis können die nichts anfangen. Die wollen auf Worker oder hier Baninger. Die wären auch ein ziemlich leckeres Ziel. Aber dafür braucht man auf jeden Fall das Drilling-Claws. Ansonsten crashen einem die Baninger die Widowmines weg. Die Sorg haben den Gegner jetzt aber auch Bock zu kämpfen. Ist nämlich bei bereits 183 Supply für Soul. Also er nähert sich dem Max-Out in recht schnellen Schritten. Medivac boostet jetzt rüber über die vierte Basis. Drones bereits auf der Flucht. Drilling Claws ist wie gesagt noch nicht ganz da. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis das Ding eingegraben wird. Peilt jetzt, schießt auf die Drone. Die wollte zum Spawn werden, hat nicht ganz funktioniert. Im nächsten Widowmines hier. Die eine wurde aufgehalten, die andere hängt noch im Medivac mit ab. Könnte jetzt mal ausgeladen werden. Da ist Drilling Claws jetzt mit drauf. Also da ist die Gefahr größer, aber auch hier die Reaktion ist da. Es opfert sich eine Hydra dafür. Aber der Widowmine-Schaden nicht ganz so schlimm. Ja, das sind hier der Marine-Druck. Versucht weiter Druck zu machen. Die Widowmine schießt aber ja, mehr in die eigenen Einheiten. Und die Marines konnten ins Medivac fliehen. Hat ein großer Ball hier auch an Zerg, der da unterwegs ist. Die Widowmine hat gleich nachgeladen tatsächlich. Kann also nochmal schießen. Und man sieht, es bieten sich bereits ein paar Einheiten dafür an. Nochmal eine weitere Drone, die gestern wieder so nahe. Weiterhin Soda hat das alles recht gut im Griff und ist gleich beim Hivetech plus Lurker denn. Kann also mit den Upgrades schon loslegen. Also in 2 Minuten hat er dann ein richtig mächtiges Timing. Mit Seismic Spines und Adaptive Talents. Und dann den Lurkern auf dem Feld. Und Adrenal Glance kommt ebenfalls. Also der Zerg hat in Kürze einen Power Spike. Gumiho will erstmal seine vierte Basis holen. Er ist Economy Tender dran. Er hat seine Mules. Er hat seine ganzen Basen. Er hat jetzt einen riesen Drop, den er in die Main Base des Gegners schickt. Er wird jetzt einen Medivac erwischen mit Inhalt. 2 Marines waren da noch mit drin. Und das könnte auch den Spawning Pool erwischen. Das heißt, nichts wird es mit Adrenal Glance. Der Spawning Pool einfach runtergefokust. Dinge versuchen das jetzt irgendwie zu stoppen. Banyan kommt dann auch mit an. Die Marines müssen fliehen. Die Medics haben genügend Platz, um dann den Großteil einzuladen. Spawning Pool verloren. Keine weiteren Dinge können gebaut werden. Zweiter Angriff kommt direkt oben. Gucken wir jetzt. Macht er doch Fortschritte. Nähert sich der nächsten Basis. Da sind jetzt ab der ersten Lurker dabei. Die haben aber auch noch ihre Upgrades nicht. Die sind jetzt noch nicht so mega krass. Aber in dem Fall, die Lurker bleiben am Leben. Die würde man tut ihr Bestes. Kann das aber auch nicht alles stoppen. Direkt wieder das Follow-up in der Mainbase. Da weiter nachsetzen. Jetzt nehme ich mich weiterhin keine Defense am Start. Dinge müssen wieder reinrennen in die Base und gucken, dass sie das in den Griff kriegen. Der Hivetech hat auch ordentlich was an Schaden abbekommen. Der Dark Question Baning in die Marines, aber insgesamt nicht so schlimm für die Terran-Truppe. Die kann sich ein weiteres Mal formieren. 4 Drones sind dann doch gefallen. Und Gumiho nähert sich selber dem Max-Out, ist nicht mehr weit weg. Baut es auch schon Ghost, geht auf 3-3, geht auf Concussive Shells, Cloak. Also da kommen viele wichtige Werkzeuge. Dann hat er eine Antwort für die Lurker. Und versucht auch hier gerade, wie es aussieht, ein bisschen so außerhalb der Reichweite zu bleiben. Wenn möglich. Die Reichweite ist ziemlich hoch. Widowmine versucht auch noch ihr Bestes, aber die Marines können hier gerade nicht bleiben. Währenddessen die Marines ebenfalls werden weitergejagt. Das sind jetzt auch Viper, oder jetzt wird es gefährlich für die Medivacs. Das war es bisher nicht. Jetzt wird das deutlich ungemütlich. Genau sowas. Einmal abduckt, ein Medivac weniger und da waren Marines auch in Masse drin. Solar ist jetzt selber maxed. Und wie gesagt, seine Upgrades. Kommt noch das dritte Carapace Upgrade. Er hat inzwischen Seismic Spines hat er drauf. Keine Adaptive Talents. Und da kommen aber Snipes auf die. Nee, Snipes kann man nicht durch auf die Viper. Die würde man stattdessen werden gecrashed. Und die Zerg Army geht jetzt auf Angriff über. Also die Terran Army wollte eigentlich selber das Ding starten. Nur wird es jetzt eben ein bisschen überrascht, wie viel Zerg dann doch ist. Und da kommt immer noch mehr Zerg angelaufen. Overseer opfert sich da gerade. Die Vipern hauen hier ein paar Blinding Clouds raus. Die Hydras kämpfen gegen Ghosts und Panzer. Aber brechen durch die Panzer durch. Die Linge sind da dran. Und der SCV ist die vierte Basis. Hat Schwierigkeiten für Gumiho. Und seine Army sind trotzdem Probleme. Zieht sich dabei zurück. Eine komplette Basis wird gestoppt. Und von Gumiho kommt da einfach das GG. Wie gesagt, da wurde er selber ein bisschen überrumpelt, wie viel Zerg tatsächlich steht. Der Xola hätte sogar nachgesetzt mitten im Nydus-Netzwerk. Und er hat weitere Upgrades für ihn. Seine Economy lief immer noch. Also Xola bisher in dieser Map auf alles eine recht solide Antwort gehabt. Alles im Blick behalten. Das heißt, die Widowmines, die Drops, hat hier in der Main bisher mal ein bisschen mehr verloren. Aber ja, auch die blieb am Leben, hat nicht wirklich groß Drones geopfert. Also Xola geht ein weiteres Mal in Führung in dieser Serie. Für Ancient Cistern gibt es dann doch die Reaper-Expansion von Gumiho. Allerdings ist es auch Solar, der was anpasst, denn bei ihm ist es ein Pool-First. Man sieht Spawning-Pool bereits da, Hatch erst im Bau und es kommen 6 Linge direkt. Und die Linge, die wollen dem Reaper am besten gar nicht erst begegnen, sondern die wollen das Command-Center besuchen, das dann mit wenig Defense dasteht. Die Frage ist, gibt es dann hier direkt einen Reaktor hinterher? Dann hätte nämlich Gumiho einheitentechnisch fast gar nichts da, um da verteidigen zu können. Das wäre ein großes Problem für ihn. Mal sehen, was er genau daraus macht. Aktuell sammelt sein Vespingas, also es könnte einfach auch eine Factory werden. Dann wir sehen, Reaper ist unterwegs, die Linge ebenfalls und die verpassen sich. Hier oben rum laufen die Linge, hier unten rum wandert der Reaper. Also Gumiho wird es erstmal nicht mitbekommen, der macht nämlich sonst einen Blindflug. Kein SCV, das da rauskaute, das ja, würde ihn sonst so viel Geld kosten. Ist jemand, der Reaper wird das schon rechtzeitig sammeln, die Informationen. Aber er wird auch gleich auf seine Minimap sehen, dass da die Linge eintreffen.
Und zwar einen Augenblick, bevor... Ne, tatsächlich fast gleichzeitig. Die Drone wird aber abgefangen, die die dritte bauen möchte. Also es gibt eine tote Drone. Es gibt noch kein totes SCV, aber das Command Center wird aufgehalten. Das SCV wird gerade noch weiter verfolgt. 10 Hitpoints gerade. Der Link setzt danach. Und wir haben jetzt hier weitere SCVs, müssen gezogen werden, um das Command Center zu retten. Damit das hier nicht gesniped wird. Die SCVs helfen gut aus. Die Zeitmarines sind genügend Feuerpower gerade, um das in den Griff zu kriegen. Also das wird halten für Gumio. Währenddessen sein Reaper ist da noch unterwegs. Der hat bisher seinen einen Kill auf die eine Drone, die dritte setzen wollte. Mit zweiter das jetzt erledigt, den Job. Währenddessen das SCV wurde weggeknabbert von dem Ding. Also ein toter Worker zu einem toten Worker. Ein paar weitere Worker, die durch die Gegend fahren. Beide haben Verlust im Mining. Der Reaper belebt noch. Die Lingerlings wurden fast komplett gesniped. Und insgesamt die Lage gar nicht mal schlecht für Gumio tatsächlich. Das recht gut in den Griff bekommen und keine SCVs dabei fahren, bis auf das eine, das ja dann eh rausgefahren ist. Aber er hat selber eben auch einen Drone-Kill gemacht, also das gleicht sich aus. Und er hat eben die Linge mitgenommen und hat immer noch den Reaper unterwegs, also ein paar mehr Möglichkeiten. Das sind trotzdem alles Kleinigkeiten so früh im Spiel. Wir haben 28 zu 25 Worker, dritte Basis wird weiter gebaut. Zweite Basis vom Terraner wird ein Orbital Command und wir haben als nächstes mehr Marines, also ein Reaktor ist am Start und die Factory hat ein Tech Lab. Da wird es durchgewechselt. Das Tech Lab geht an die Barracks für Stim und dann weitere Reaktor dann für Medivacs und nochmal neue Kaserne für mehr Marines. Das haben wir noch ein Hellion mit draußen. Checken kurz die Lage an der dritten Basis, aber gegen die Basis selber macht die Einheiten wenig. Für Solas ist es einfach einen Creep setzen, Queens aufbauen, gucken, dass jetzt nicht irgendwelche weiteren Dinge verliert. Vision-technisch, er hat einen Overlord auf der Gegnerseite, der hängt hier drüben ab. Auf dem Highground sieht aber gerade nichts wirklich Neues. Manzander hat ein Drittel seiner Hitpoints verloren. Wir sehen, Stim ist unterwegs und da kommen die zwei Kasernen. Und der Starport baut sich seinen Reaktor auch selbst. Also dieser Reaktor geht an die Barracks für noch mehr Marines. Es wird ein weiteres Mal Bio gespielt. Damit war Gumio bisher nicht wirklich erfolgreich. Aber mal sehen, was er mit der Variante an Opening machen kann. Bisher war das Mech-Game seine erfolgreichste Runde. Aber die wird jetzt auch ein bisschen eskaliert. So, wir sehen, die Marines wollten den Overlord haben. Die Queens wehren sich mit allen Mitteln. Gehen da weit raus tatsächlich. Und die Anakin ist low. Die Anakin wird gesniped. Das ist kein Transuse da, um die Queen zu retten. Also wenn jemand beschützt hat, den Overlord flieht, aber die Queen dafür lohnt sich jetzt auch nicht so unbedingt. Ist trotzdem einiges an Mineralien, was dabei drauf geht. Und bisher hat Gumio nur sein eines SCV verloren. Baut sich auch eine Wall an der Natural. Und sein Stim nähert sich der Feuerdeck schon. Seine weiteren Medivacs kommen, die Marinemasse. Okay, es kommen auch Hellions mit dazu. Die Factory baut erstmal selber mit dem Reaktor. Bringt ein paar weitere Hellions mit rein. Das heißt, man hat ein Werkzeug gegen die ganzen Linge, die dafür Solar am Start sind. Der geht jetzt auch auf einen Roachworn mit einem Leertag. Aber Stim ist in Kürze da, das heißt mehr Action, die der Terraner bringen kann. Für Solar kommt nochmal ein ganzer Satz an Drones. Geht auf einen 50er, fast 60er Worker-Count. Und wir haben hier die Linge, die wollen die Terraner-Base besuchen. Die treffen recht gutes Timing. Die Terran-Army hat gerade die Basis verlassen. Okay, die Linge jetzt aber im Rückzug treffen, komplett auf die Marines. Da wird Stim gezündet, da werden ein paar Linge geschreddert. Die Reaktion von Solar ist aber da, zieht die rechtzeitig zurück. Hier drüben sind die Hellions in Bewegung, also die machen eine Eigenaktion. Die wollen die Drones an der dritten erreichen, wenn möglich. Da stehen gerade einige Queens allerdings im Weg. Der Move noch nicht ganz so leicht. Man wartet aber auch erstmal, bis die Marines hier zuschlagen, weil dann kann man damit vielleicht ein Opening machen. Da wird dann die Verteidigung weggezogen und dann kann man die dritte leichter angreifen. Jetzt der Marine-Trupp stößt nach vorne. Transuse auf den Overlord, wird zweimal gerettet, wird zum Overseer gemorpht. Medivac 1 wird gesniped, Hellions setzen sich in Bewegung, Reaper wird gesnackt. Und jetzt geht's hier mit den Hands on Creep und rein in die dritte Basis. Da ist gerade eine Roach gespawnt. Drones werden zurückgezogen, drei bisher gesniped. Wenn das gibt's auch den Drop in der Mainbase. Die Queen alleine reicht nicht. Das Bock hat versucht sein Bestes umzuhelfen. Wenn das hier unten, die Hellions wurden erstmal zurückgezogen. Der Drop wird auch zurückgeschlagen. So, da fliert ein paar Worker. Aber noch nichts mega kritisches. Reilinge ist sonst noch mit dazu verloren und Patron Zeus ist verwendet. Marines werden hochgeheilt. Stim ist drauf, Combat Shield als nächstes und dann kommt auch noch plus 1 Attack. Währenddessen für die Zerg-Seite mehr und mehr Roaches unterwegs. Es wird ein komplettes Roach-Game, da kommen auch die Upgrades dafür. Missile Attacks und Carapace. Währenddessen dritte Maßes wird gebaut für Gumio, aber in seiner Base, also dauert noch, bis das Ding tatsächlich gesetzt wird. Man sieht jetzt die ganzen Kasernen, die online sind und jetzt Factory mit Tech Lab für Siege Tanks. Man braucht irgendwas mit mehr Wumms, um... Oh, da wurde gerade der Overseer zerschossen. Man brauchte das mit mehr Wumms, um durch die Roaches durchzukommen. Das sind für Solar, sein Leertech ist die ganze Zeit aktiv. Morpht auch noch ein paar Ravager mit dazu. Sein Army Supply schießt jetzt ziemlich massiv nach oben. Ansonsten gerade noch ein Moment des Sammelns für beide. Da kommt jetzt auch schon frühes Concussive Shells mit dazu. Danach das +1 Armor Upgrade. Man sieht, Mining-Vorteil ist leicht beim Zerg.
weil der wird auch ein bisschen mehr Geld brauchen. Hat auch schon ein bisschen ein ganzes Stück mehr Geld gebraucht. Auch hier wurde nämlich weiter Zeug zerlegt. In dem Fall eine weitere Queen ist gefallen. Die Drone für die vierte ist gefallen. 1100 zu 350 Resources Loss. Also für Gumio läuft das bisher ziemlich ordentlich. Und er macht weiter Druck. Jetzt vor der dritten Basis. Weiter Overlord fällt, weiter Creep fällt. Roaches Ravager bringen sich in Position. Und das Circuit ist wieder mal geschrumpft. Die Queens versuchen hier es mit neuem Creep-Tumor, damit das wieder in die Gänge kommt. Baningness kommt jetzt mit dazu. Und aber auch schon Infestation Pit. Ja, das ist die Turn Army. Die könnte ihre nächsten Reinforcements gleich kriegen. Das ist schon wieder ein gutes Stück gebaut. Dritte Basis landet es aber erstmal. Ja, das ist hier oben an die Basis. Wurde ein weiteres Mal gestört und in dem Fall auch gecancelt. Also für Solar, seine vierte, wird gerade nicht so wirklich was. 66 zu 55 Worker. Army Supply 108 zu 88. Das sind eben die Roaches aber auch mit im Effekt. Wobei wir kriegen jetzt auch mehr, was nicht Roaches sind. In dem Fall Baning Speed ist unterwegs. Merlinge werden wieder gebaut. Infestation Pit ist gleich da. 1-1 ist auch gleich drauf. Das heißt, in dem Zeitpunkt gleich ein Upgrade-Vorteil für den Zerg. Weil das Armor-Upgrade für die Bio noch auf sich warten lässt. Für ein paar Augenblicke. Die Panzer sind ja auch nicht mehr dabei. Also die Roach-Masse ist gefährlich. Der Ball, vor dem muss man ein bisschen Respekt haben. Und sieht das auch, dass Gumiho hier nicht wirklich vorhat, einen direkten Kampf einzugehen. Er hat hier draußen wieder einen Trupp, aber auch der wird auf Roaches treffen. Und die Roaches schießen dann doch eine Wand, gegen die man nicht so einfach kämpfen kann. Man kann drüber hinwegfliegen über das ganze Problem noch. Hivetech ist unterwegs für Solar. Und das sind für Gumiho nochmal ein Sensor Tower. Hat jetzt seine dritte Basis online, 59 Worker, geht die nächste Queen und kriegt auch die nächste Queen. Und dann kommt die Zerg-Antwort wieder rüber. Also lauter kleinere Trades, die sich da sammeln. 1600 zu 600 Resources lost. Man sieht aber die Upgrade-Palette von Solar, da kommt noch einiges mehr. Darunter sind zwei das Carapace-Upgrade. Da kann Gumiho bisher nicht mithalten. Der Hivetech kommt dann auch. Armory startet jetzt erst. Also die Upgrades werden weiter ein bisschen auf sich warten lassen. Da kommt jetzt auch ja noch die zweite Engineering bei. Dafür, wie sieht es aus mit Siege Tanks? Da sind drei mit drin. Insgesamt sind vier Stück auf dem Feld. Acht Marauder auch mit drin. Es ist mehr Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Mehr Schaden gegen die Roaches. Und der Armor-Upgrade wird noch keine Rolle spielen. Was gleich fertig wird, der Hivetech. Wir haben einige Baning jetzt aber mit dabei. Und Zerg-Seite ist quasi Max. Und da gibt es einmal den ersten Run aufeinander. Denn einmal rundum Stim für die ganze Masse. Hier die Medics sind mit Heilen beschäftigt. Panzer wurden hinten bereits gesiegt. Und Gumiho möchte hier auf den Highground hoch. Muss aber aufpassen. Hier aktuell hat auch der Zerg noch einiges. Der Highground vor der dritten Basis sind noch viele Baning mit drin. Erste Viper wird gebaut. Es kommt jetzt auch Doppel-Liberator mit dazu schon. Und Panzer werden nachgerückt. Also jetzt die Belagerung kommt der Basis näher. Mehr Baning nochmal unterwegs hier für Solar. Währenddessen neues Command Center für Gumiho. Und er versucht hier weiter Druck zu machen. Upgrade-Situation aber weiterhin. Die wird sich verschlechtern mit jeder Minute, die verstreicht. Und Gumiho somit auch geht voll auf Angriff. Er will die Masse nutzen, solange sie noch hat. Er ist auch selber jetzt maxed out. Einige Panzer, viele Marines hier mit drin. Einige Medics oben drüber. Creep wurde weit und weit zurückgeschlagen. Aber da drüben ist noch eine Flanke, die etwas nervt. Militex 1 wird gleich fertig in 10 Sekunden. Die Einheiten werden erstmal eingeladen, rüber geboostet. Und da haben sich auch die Panzer jetzt reingeschoben. Also die haben gerade das Opening genutzt, um sich in Position zu bringen. Jetzt ist die dritte in Reichweite. Die Baning rennen aber auch gerade auf Militex 1 ist da. Und es gibt gerade einen Counter-Attack, für den Gumiho nicht wirklich was zu Hause hat. Man hat gesehen, dass die SCVs hochploppen. Man sieht, dass die Zerg mit der dann ausweicht. Das waren Roaches, die hier reingegangen sind. Also es waren keine Linge oder Baning, sondern das sind Roaches, die sich jetzt hier durchgekotzt haben. Stück für Stück 12 SCVs mitgenommen, jetzt raus aus dem Liberator-Kreis und noch mehr SCVs können. Aber eben parallel hier die Basis wurde aufgegeben, dafür zumindest mehr Zeit gekauft. Das heißt, mehr Upgrades, Commodore Dünenglanz wird bald fertig. Und wir haben hier, ja, die Roaches immer noch drin. 20 SCVs zerstört. Dafür aber auch hier eine Basis verloren. So, da kann das noch ein bisschen kompensieren. Hat nämlich oben jetzt schon eine neue Basis gebaut. Wir sind bei 40 zu 70 Worker. Die Mains schaffen es am Ende, die Roaches aufzunehmen. Aber ja, die Roach-Masse hier ist immer noch da. Carapace 2 ist auch mit drauf. Also, nach wie vor Upgrade-Vorteil ist riesig für den Zerg. Da kommt Blinding Clouds auf die Panzer. Da kommt Blinding Clouds auf die Bio. Die wenige jagen die Einheiten. Und die Turn Army wird hier ausgedünnt. Wir landen bei 150, 120 Supply. Und die Turn Army ist erstmal gebrochen und muss sich neu formieren. Wir haben noch zwei Panzer, zwei Liberator, 35 Marines aber tatsächlich auf dem Feld. Die laufen hier gerade teilweise entlang. Economy-technisch ist aber trotzdem hier besser für Solar. Sogar, ja, ist immer noch besser geworden. Sein Mining-Vorteil wächst und er hat halt einen massiven Tech-Vorteil zu diesem Zeitpunkt. Adrenal-Glance ist drauf, das zweite Carapace ist drauf. Es kommt Kitness-Plating, ist um das Seite der Tech-Upgrade, da kommt der erste Ulti. Wenn das in die Bio bekommt, noch 2-2. Immerhin sind Liberator und Panzer, damit kann man Ultralisken bekämpfen. Trotzdem ist es gefährlich. Und hier laufen wieder mal ein paar Roaches ran. Aber da ist ein Panzer, da sind Marines und die Roach. Der Roach schon bei wird zurückgeschlagen. Bei Mr. Gumi hat auch der Verlust der 20 SCVs tut ihm richtig hart weh. Man sieht, Mining-Vorteil
kurz gepiekt bei über 2500 oder bei knappen 2500 pro Minute. Jetzt droppt das wieder ein bisschen. Aber trotzdem, Solar hat richtig viel Cash und ist gleich wieder komplett next out. Und jetzt eben mit Ultradisk, mit dessen Ghost Academy ist unterwegs für den Terraner. Muss man das mal hier ausweichen. Ravager könnte ein paar Cross of Biles versuchen. Es gibt einen zweiten Angriff hier unten, aber auch da ist ein Baning jetzt zur Stelle. Also auch da wird die Bio nicht den größten Erfolg haben. Er wird weggesprengt und die Basis soll neu gebaut werden. Kaitlyn's Plating ist gleich da, der Drop versucht jetzt nochmal an der neuen Basis. Aber der wusste bis eben gar nicht, dass hier eine neue Basis steht. Jetzt weiß er es. Und kann nicht wirklich droppen, weil da warten schon ein paar Linge drauf. Die Einheiten zu surrounden, falls sie ausgeraten werden. Nämlich hier, Spawncaller wird mitgenommen. Liberator ist mit dabei. Ravager opfert sich hier gerade ein bisschen. Cross of Biles auf den Liberator, der ist jetzt down. Und auch der hier mit der Drop muss einer nehmen. Infantry Weapons 2 ist jetzt drauf und Infantry Armor 2 kommt auch gleich mit dazu. Dafür hat Solar jetzt seine ganzen Ulis mit in der Armee. Und, er will sie bisher noch nicht nutzen. Also er hält sich hier trotzdem eher defensiv. Hat noch einige Ravager auch auf dem Feld. Und seine Economy läuft halt auch immer noch sehr stark mit 78 Drones auf seinen 5 Basen. Militex 2 wird gleich fertig, dann kommt Carapace 3. Wenn das wird auch Militex 3 gestartet. Nochmal zwei Drones werden da mitgenommen, der Drop angeschlagen, aber er lebt noch. Man sieht die nächste Terran Army, die neue Basis für den Terraner. Wir sind bei 13 Minuten, das heißt, die Mainbase schwächelt zu diesem Zeitpunkt. Da steht auch die Ghost Academy mittendrin. Und die Ghosts werden gebaut. Die Zerg Army gesammelt ist sie halt schon. Eine ordentliche Masse. Es sind tatsächlich nur 2 Ultralisken bisher. 24 Banes, 70 Linge. Das ist eine sehr Ling-basierte Armee. Das sind Linge mit der Adrenal Glance. Und 2 Upgrades. Also wenn die an irgendwas rankommen, die knabbern sich schnell durch. Und hier ist nicht viel. Es könnte ein weiterer verheerender Run-By werden. Also sogar mehr als nur ein Run-By. Das ist ein voller Angriff, der kommt, wenn das die Turn-Army ist. Ja, nur teilweise zu Hause für die Verteidigung. Bin mir nicht sicher, ob teilweise reicht, um das hier aufzuhalten. Supply Depots fallen bereits. Baning Cola nach vorne. Es werden auch Drones zerstört. Es wird eine Basis und Zeug zerstört. Der versucht das mit dem Uli in den Griff zu kriegen. Ein paar Baning ist ein Daumen bei den Marines. Müssen aufpassen. Einige Marines werden weggespielt. Die Basis geht drauf. Aber wenn das in der Circuit Train geht, halt immer noch weiter. Der Pain Train hier rollt durch. Die SCVs jetzt in akuter Gefahr. Weil da ist nichts mehr großartig, was die SCVs schützt. Der fällt auch. Und hier sind so viele SCVs. Und wirklich nichts, was die SCVs rettet. Bisher sieht es noch nicht so schlimm aus mit 10 zu 15 toten Workern. Aber hier fällt auch das Command Center gleich auseinander. Und mit den Mains versuchen, das hier zurückzugeben. Aber die Zerg Army ist an 3 verschiedenen Stellen und macht trotzdem richtig viel Probleme. Tatsächlich, die Einheiten hier werden zurückgezogen, sind die SCVs leben teilweise. Am Ende spielt es keine Rolle, denn Gumius Supply wird ausgenommen, eben seine Economy. Er hat gerade seine zwei aktivsten Basen verloren. Das heißt, seine Economy bricht sowieso zusammen. Und er kommt hier nicht wirklich vorwärts. Man sieht es auch im Supply 193 zu 80. Also daran verliert was. Der Solar ist sogar immer noch ein Mining-Vorteil am Ende gewesen. Trotz der ganzen Störung hat er einfach viel mehr selber zerstört. Und man sieht, währenddessen hat es dem Terran auch Army Supply gekostet, dass er nicht ersetzen konnte. Währenddessen für Solar, ja gut, ich baue mal 4 Ultralisken nach. Und er hat immer noch Geld übrig und die besseren Upgrades. Also für ihn, ja, lief dann einfach alles Hand in Hand. Und somit ist es Solar, der hier Gumiho aus dem Turnier kickt. Hier gibt es nämlich kein weiteres Lowest Bracket in den Playoffs, sondern wer hier verliert, ist raus. Das heißt, für Gumiho endet die Reise in den Top 12 für Solar. Er kommt weiter ins Viertelfinale. Und das war das erste Spiel aus den Playoffs. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.